Herzlich willkommen am Darmstadt Civil Environmental and Safety Engineering Lab, auch kurz genannt DACES, hier am Institut für numerische Methoden und Informatik im Bauwesen an der TU Darmstadt im Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften. Wir erforschen hier, wie man Virtual und Augmented Reality Technologien nutzen kann, um Ingenieuraufgaben in den Bau- und Umweltingenieurwissenschaften zu lösen. Hierzu haben wir in unserem Lab unterschiedliche Komplexitätsstufen der jeweiligen Technologie und diese Stufen möchten wir Ihnen heute gerne vorstellen. Wir haben die Stufe 1, das ist also 3D Aktiv Stereo, Powerwall, das ist mit sogenannten Shutterbrillen. Im Endeffekt wird bewirkt, dass jedes Auge ein einzelnes Bild bekommt und dieses Bild ist aus einer unterschiedlichen Perspektive jeweils und unsere Wahrnehmung ist dann in der Lage, daraus ein dreidimensionales Bild zu machen. Dies nennt man dann auch Immersion. Immersion bedeutet, ich bin da, statt ich sehe es nur auf einer Leinwand. Dann ist die Stufe 2, was Sie eigentlich mit Ihrem täglichen Handy machen können, dass Sie dieses Handy in so ein sogenanntes Cardboard schnallen und man also direkt vor den Augen dann solch ein Bild hat. Bei Stufe 1 und 2 fehlt allerdings das sogenannte Tracking, das heißt, dass man verfolgt, wie Sie sich in der virtuellen Welt bewegen. Das werden wir mit der Stufe 3 beheben. Wir werden also hier in einem begrenzten Bereich mit einer Virtual Reality Brille mit einem Feuerlöscher ein Feuer löschen und damit einen Brand bekämpfen, um das zu simulieren, zu üben. Die Bewegung wird unterstützt noch mehr mit der Stufe 4. Wir werden also unseren Laufstall Ihnen zeigen, in dem man sich also auch bewegen kann und im Prinzip unendlich weit bewegen kann. Die nächste Stufe ist die Stufe 5. Das ist die VR-Brille mit einem Rucksack-PC. Das heißt, Sie schnallen sich ein PC auf den Rücken und können also beliebig sich im Gebäude bewegen. Wir tracken das mit unserer Indoor-Ortung und können Ihnen dann die entsprechenden virtuellen Bilder auf die Brille einblenden, sodass Sie also möglichst eine realistische Umgebung sehen in der virtuellen Welt. Augmented Reality bedeutet, dass wir in der realen Welt virtuelle Objekte einblenden, um Ihnen gewisse Sachverhalte darzustellen.